Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Elex. Ich glaube, ich habe in der letzten Runde irgendwie ein bisschen Mist mit der Audiospur gemacht. Keine Ahnung. Sorry. So, ich hatte mal durchgeguckt. Hier ist das Buch eines Verbannten, was wir hier gerade gefunden haben. Liebste Fiona, ich habe nun endlich einen Weg gefunden, mit dir zusammen zu sein. Vor 2 Wochen konnte ich dem Lager entkommen und befinde mich nun auf dem Weg in den Norden. Wir werden uns wie vereinbart auf den Hof südlich von Abessa-Stadt treffen. Ich hoffe, du wartest auf mich. Letzte Nacht hatte ich das Gefühl, ich wäre im Wald nicht allein. Ich muss unbedingt einen Weg finden, das Tal zu verlassen, ohne gesehen zu werden. Ich habe von einer Höhle gehört, die durch den Berg nach oben führen soll. Es dauert nicht mehr lange, nur noch ein paar Wochen. Ich sitze nun schon seit Stunden neben dem Fluss und bewege mich kaum. Irgendwas verfolgt mich. Der Aufgang ist nicht mehr weit. Vermutlich wäre es einfacher, wenn die Karre nicht wäre. Aber ich kann nicht mit leeren Händen zu dir kommen. Ich hoffe, du hast Geduld. Fiona, vielleicht finden wir die ja mal. Finden wir die vielleicht mal? Und dann können wir ihr das mal geben hier. Wo war die hier? Abessa-Stadt? Dem Hof südlich von Abessa. Gut, und dann hatten wir noch hier die, von dem Banditenführer. Hier, die ersten hatten wir doch schon gelesen. Die waren zumindest nicht mehr markiert gewesen. Die kamen ja auch relativ bekannt vor. Begegneten Trupp Ausgestoßener. Wenn die Kerle mitkriegen, wo wir uns eingenistet haben, können wir uns das Elex abschminken. So, aber 4 und 5 war neu. Vierter Bericht, ich habe Ash angewiesen, anstatt zu jagen, ein paar Ausgestoßene zu bestehlen, die ihre Behausung unweit unseres Lagers haben. Die Kundschafter haben mir berichtet, dass sie nicht ganz wehrlos sind. Wir werden also in der Nacht losziehen müssen, wenn wir Erfolg haben wollen. Ich hoffe, der Aufwand lohnt sich und ihre Vorratskammern sind prall gefüllt. Bibi, jetzt wissen wir auch, wer Bibi ist, nämlich Bloody Ben. Und fünfter Bericht, endlich wieder satt. Die armen Schweine werden sicher bald fragen, wo ihr ganzes Zeug hin ist. Jetzt können wir endlich richtig durchstarten und jeden Brocken Elex aus dem Felsen pressen. Das wird den Boss glücklich und uns reich machen. Wir werden die Berserker jetzt öfter mal besuchen gehen. Bibi. Naja, jetzt nicht mehr. Und dann ist mir noch aufgefallen, wir haben ja momentan hier dieses Kriegerschwert. Mit 39 Schaden und ich habe gesehen, ich bin hier mal durchgegangen. Wir haben hier ja auch ein, wo ist es denn hier? Energie-Regentenschwert. Das ist doch viel besser, oder? Warum haben wir das denn nicht? Ich nehme das mal lieber. Das macht auch noch Blitzschaden. Guck mal. Viel geiler. Oh, Wein. Ja, Keule, keine Ahnung, wo der ist, wenn er es geschafft hat, dahin zu gehen, wo er wollte. Er hat nämlich von diesem, wo die Banditen waren, geredet. Dann wird das wahrscheinlich nicht lange überlebt haben. Weil ich hatte da ja auch schon so meine Probleme. Und da drüben haben wir ein paar Kröten, die holen wir uns. So, nimm mal Schild auch noch dazu. Dann können wir mal wieder richtig. Ja, das gefällt mir besser. Warum hat... Keine Ahnung, warum ich die nicht hatte. Aber, wo ich den Brief gelesen habe, ist mir aufgefallen, ich wollte ja auch noch rum. Alter, es pisst hier aber auch gerade in Strömen. Boah, das wäre so schön, wenn es bei uns auch so wäre. Es ist ja momentan diese Hitzewelle. Ich will ja auch nach oben. Dann kann ich ja auch da durch dieses Lager gehen. Wenn wir denn da irgendwie hochkommen. Kommen wir rein? Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Ja. Ist schon okay. Müssen wir nur noch irgendwie da hochkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, Crony. Dann gehen wir da noch hoch. Gucken, ob der Jetpack reicht.
Super. Und jetzt noch darüber. Na, dann haben wir es ja. Jetzt weiß ich nur nicht, dass die da schon wieder drinne gespawnt sind. Weil er meinte ja noch irgendwie, dass irgendwie nicht so geil Überlebenschancen sind, wo wir hier drinne waren. Naja, wird schon irgendwie passen. Wir haben ja eine Fackel. Oh, ich habe ja auch mal einen Kaffee geholt. Ich brauche unbedingt einen Kaffee gerade, auch wenn es so warm draußen ist. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle, Verstärkung anzufordern. Wir sind die Verstärkung. Ist nicht mal so ein typischer Spruch dann? Oh. Kroni, Kroni, Kroni. Unser George Kroni. Oh Gott, das reicht nicht. Wir müssen ja erstmal Jetpack aufladen. Ich überleg grad, hatten wir hier unten denn irgendjemand gefunden, der tot war? Den Freund von der Fiona? Von dem wir den Brief gefunden haben? Nee, ne? Hoffe nicht. Vielleicht sind sie auch glücklich und zufrieden wieder zusammen. Jetzt müssen wir nur irgendwie zu diesem Aufzug kommen. Da hatten wir ja irgendwann mal dieses Monster da drin, aber ich glaube, das haben wir platt gemacht, oder? Kann das sein? Kann das? Kann das? Kletter, kletter. Ich will auch so eine Rüstung haben wie dieser Bloody Ben. Er ist aber nicht mehr da. Die Leichen sind weg. Hinfortgeweht vom Winde. So, Aufzug. Komm. Ich mache mich mal trotzdem vorher bereit. Nicht, dass da jetzt doch einer drinnen steht. Besser ist das. Die haben Angst. So, Kroni. Obacht. Oh, Kroni portet sich. Oh, hier haben wir noch... Ah, die ist schon leer. Die ist ja schon leer. Aber es ist schön hell draußen gerade. Und keine Feinde in Sicht. Guck mal, das ist so viel leckere Sachen und wir können das nicht mitnehmen. Menu. Bin momentan auch am Überlegen, ob wir uns vielleicht einen neuen Begleiter mal wieder mitnehmen. Crony hat man jetzt ja schon recht viel. Wir haben ja auch noch den anderen Typen, ne? Den Alp. Vielleicht wäre der gerade mal gar nicht so schlecht, wenn wir den mitnehmen. Falls wir auf die Separatisten dann irgendwann stoßen. Hm. Wer zischt mir hier ins Ohr? Oh. Ronny, geh weg! Also Wein und Elex und Mana-Trank. Da noch mehr drin, ne? Ach, guck mal. Knurrt denn hier so? Ach, da! Junge! Man sieht euch ja gar nicht. Hier ist auch irgendwie Müll, ne? Das ist wahrscheinlich vom Auto. Vielleicht ist hier was weggespült worden, was war. Brauchen können? Nee, aber leider nicht. Ein Setzerbrot. Falls die wieder mal was brauchen. Ja, hat nicht so geklappt hier mit dem Abschleppen, ne? Ach, guck mal da. Lalala. Wer ist hier? Ein Teleporter, ne? Das waren immer die Teleporter-Dinger. Ach, hier war ja unser... komischer Typi, der sich verwandelt hatte, ne? So. Können wir hier was ernten? Oh, ich will hier wohnen. Obwohl, wir haben ja die Stadt. Wir haben ja ein neues Zuhause. Oh
Von daher egal. So, da oben sind die Berserker. Zu denen müssten wir jetzt eigentlich nicht. Weil denen will ich mich eigentlich eher nicht anschließen. Eigentlich will ich mich gar keinen anschließen. Die sind alle irgendwie so ein bisschen creepy. Aber ich glaube, es wäre für uns von Vorteil. Und ich hoffe, wir behalten unseren Status bei unserer unabhängigen Stadt. Gott. Er da, ne? Komm, wollen wir einfach mal just for fun? Wie kann ich denn nochmal ausweichen? Ah, doppelt. Komm, wir machen jetzt just for fun hier. Ey, lass mich gehen. Alter! Alter! Okay. Gut. Alter, one hit. Jawoll. Lass krachen, ey. Ja, mit dem brauchen wir uns auf jeden Fall nicht anlegen. Scheiße, Alter. Boah, wenn wir die irgendwann mal down kriegen, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir der mächtigste Mann. Oh. Oh. Der mächtigste Mann weit und breit von, weiß ich nicht, Magellan. Warte mal, da unten. Ah, die sind aber auch recht schwer gewesen, oder? Ich versuch's trotzdem. Überraschungsangriff! Oh, oh Gott. Ja. Aber die kriegen wir. Die kriegen, oder? Kriegen wir die? Also wenn der erste Angriff gut sitzt und wir einen Down kriegen, dann könnte es klappen. Der hat mich gerade ganz schön unterbrochen, wo ich den Spezialangriff machen wollte. Ich habe auch nur halbe Energie, mit der ich da reingehe. Warum macht er denn nicht Q? Mann, ich drück da auf Q. Das Kampfsystem manchmal. Oder hatte ich nicht genug Ausdauer, um Q zu benutzen? Das kann natürlich auch sein. Ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit mit denen hier aufhalten. Und wir rennen einfach durch. Eigentlich will ich sie aber down kriegen. Attacke! Kroni, mach mit, bitte. Crony! Nein, Crony! Ja! Sieg! Berechne Potenzial zur Verbesserung der Effektivität. Empfehle umgehendes Training. Ja, du, Crony. Ich war nicht down. Mit dir war irgendwie gerade nicht so viel los. Naja, das Üben war noch. Oh, aber es hat geklappt, immerhin. Das sind alles wertvolle Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Das ist ja quasi Training. Ne, Crony, hast du gesehen? So macht man das. Nächstes Mal bist du dran. Hatten wir denn eigentlich das gelernt, dass wir mehr aus Nahrung bekommen? Ich glaube schon, ne? Kommt mir zumindest so vor. Oh, da ist noch einer. Kommen die denn auf einmal alle her? Ich dachte, ich hatte hier schon ganz gut aufgeräumt. Oder ist es ein guter? Nee. Waffe weg. Waffe weg. Aua.
Das Schwert ist aber schon ganz nice, was wir hier haben. Eine Brause hat er. Hat er denn hier auch irgendwelche Schätze? Warum steht er denn hier einfach so? Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil er hat ja gesagt, Waffe weg. Hätte ich die Waffe weggesteckt, hätten wir da miteinander geredet. Ich weiß es nicht. Jetzt reden wir auf jeden Fall nicht mehr miteinander. Dafür pfeife ich mir noch einen Asselfleischteller rein. Boah, was ist denn das für ein Wetter hier? Obwohl, eigentlich, ey, ich würde mich echt so freuen, wenn es bei uns mal regnen würde gerade. Die ganze Zeit immer diese 30 Grad. Ich bin sowieso eher so etwas empfindlich gegen Hitze. Und auch nur noch am Rumniesen, weil die ganzen Pollen und Gräser und... hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Ja. Da irgendwie auf der Straße rumliegen und die nicht einfach mal weggespült werden. Naja. Auch der Sommer wird vorbeigehen. Und dann ist Winter und dann meckern wir wiederum, dass es kalt ist. Wobei ich meckere, ich habe eigentlich bis jetzt noch nie wirklich im Winter gemeckert, dass es kalt ist. Ich bin da echt ein kleiner Fan eher von. So, ich bin am Überlegen, wenn wir jetzt nach oben reisen, ob wir auf dem Weg dahin nochmal bei Abessa vorbeigehen. Ist das denn hier Abessa? Wo ist denn überhaupt Abessa? Ich würde nämlich ganz gerne diese Farmland. Keine Ahnung, was Abessa ist. Aber das war ja die Kuppelstadt, ne? Ich dachte da. Nee, dann ist es egal. Nee, dann gehen wir lieber hier straight durch zu Reinhold. Dem Reinhold. Und dann gucken wir mal, ob der Messner auch da ist. Aber ich denke eher nicht. Dadurch. Ja. Ich weiß nicht, können wir da durch? Gibt es da irgendwie eine kleine Abkürzung? Nee, ne? Nicht wirklich. Wenn wir jetzt durchs Banditen, Barbarenlager laufen. Was tu denn her? Ey, habe ich mich gerade erschrocken. Aber warte mal, das ist der Rudelführer. Ist dann hier noch wer? Nee, ne? Steht ja da einfach. Was für ein Arsch. Aber guck mal, das mit der Nahrung, das bringt schon wesentlich mehr mittlerweile. Also gehe ich mal doch davon aus, dass wir diesen Perk erlernt haben. Oder diesen Skill. Oh, hier haben wir ja auch noch unsere zwei Freunde gehabt, ne? Eigentlich, alleine aus rituellen Gründen, müssten wir uns einmal mit denen anlegen. Um zu gucken, ob wir die mittlerweile kriegen. Komm, das versuchen wir mal. Hey, ihr beiden. Ich bin ein mächtiger Krieger. Dich hole ich. Das ist ja Blutung. Koni! Oh, den kriegen wir aber. Die kriegen wir. Wir machen ganz gut Damage. Koni ist leider down gegangen. Er macht hier erstmal eine Siegeskippe an, wa? Das wird dein letzter sein. Dann haben wir die endlich mal weg. Die Schweine. Komm, ich hau mir noch einen Teller Asselfleisch rein hier. Dann heilt es noch ein bisschen nach. Oh, Tocke. Vielleicht gehen wir auf den anderen zuerst, würde ich sagen, aber... Crony, hilf mir. Sehr gut. Ja, das war ein Fehler.
Das war der Fehler. Ja! Ja! Endlich! Nach 116 Folgen oder whatever. Ihr Schweine. Alter, die haben hier aber ordentlich gewütet. Die haben hier alles Mögliche abgefangen, ne? Ja, die Rache. Komm, jetzt haben wir aber den Beweis, dass wir stärker geworden sind. Feuerkraut noch. Tja. Ach, schön. Ich freue mich gerade ein bisschen, dass wir die endlich mal geschafft haben. Weil dadurch hast du wirklich mal so einen kleinen Beweis, dass es wenigstens ein bisschen bringt. Wenn du hier so am rumgrinden bist quasi. Was da oben? Haben wir da eine Elex-Ader? Der schimmerte gerade, wird blöd. Ja. Dann hau Rinder. 20, naja. Wow. Jetzt sind wir so reich. Kann das sein, dass sie die Welt so ein kleines bisschen verändert haben? Es kommt mir vor, als fänden wir jetzt wieder mehr Sachen. Es kann auch einfach sein, weil ich so lange nicht gespielt hatte. Aber du kleiner Pisser. Ja doch, es geht mittlerweile alles ein bisschen leichter hier wieder. Schön, schön, schön. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen hier mal. Wisst ihr noch, hier hatten wir mal so einen ewig langen Kampf gehabt. So, dann stellen wir uns hier mal ins Gras. Guck mal, auch das mit dem Gras, das kommt mir vor. War das vorher auch schon da? Ich weiß es gerade gar nicht. Hm. Na gut, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Und dann machen wir uns mal hoch da zu den Separatisten sind es ja nicht. Sondern die... wie heißen sie denn nochmal? Die Kleriker. Genau, zu denen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht schließen wir uns denen an. Einfach wegen der Energierüstung, dass wir da mal irgendwie eine schicke Rüstung bekommen. Gut, ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Elex. Bis dann. Bye, bye.